Spinalkanalstenose ist eine Verengung des Spinalkanals. Also in der Mitte der Wirbelsäule der Kanal, der das Rückenmark und die Nerven umschließt, bevor sie dann austreten und die verschiedenen Organe des Körpers versorgen. Die Spinalkanalstenose kann sowohl an der Halswirbelsäule, aber auch an der Lendenwirbelsäule entstehen und macht sich entsprechend unterschiedlich bemerkbar. Die häufigste Form an der Lendenwirbelsäule macht sich typischerweise durch eine Einschränkung der Gehfähigkeit, ein wiederholtes Stoppen beim Gehen aufgrund von Schmerzen, die sich ausbilden, bemerkbar. Nach einem kleinen Stopp kann man dann wieder weitergehen und mit zunehmender Enge des Spinalkanals wird dann auch die Gehstrecke immer kürzer. Hier ist es wichtig, die Spinalkanalstenose von Gefäßveränderungen in den Adern des Beins zu unterscheiden. Die Spinalkanalstenose ist am Ende eine mechanische Kompression der Nerven oder des Rückenmarks. Und typischerweise wird sie, wenn alle konservativen Therapieversuche scheitern, wie Physiotherapie und Schmerzmittel, durch eine erweiternde Operation behandelt. In Ausnahmefällen, und zwar in Abhängigkeit von der Ursache, auch durch die Implantation und Versteifung von verschiedenen Wirbeln miteinander.